Wieder zurück hier bei The Witcher 2, wenn wir gegen Harpyen kämpfen. Nimm das, du Drecksviech. Wir müssen nämlich jagen, wir müssen Harpyen töten. Für einen Elton, um genau zu sein. Oh mein Gott. Ja, der professionelle Ungeheuer ist Töter da. Oh oh, das wäre ein bisschen vieler. Komm, dann brennt mal ein bisschen. Ihr lebt doch, Feuer, oder? Komm schon. Krasser Witz, ey. Hammer. Drecksviecher. Wie geil ist das denn? Macht unglaublich Spaß hier. Na, wo ist Mami? Nicht anwesend, oder was? Ach du meine Güte, ich glaube, das ist eine Harpyen-Königin. Die hält ein bisschen viel aus. Und nochmal Feuer. Ich glaube, da kommt noch eine. Da kommen noch mehrere. Ha! Die wollen es wirklich wissen. Alter Falter. Bäh, ekliges Viech. Ich fand nie, Harpyen fand ich nie interessant. Zack. Das war hoffentlich der letzte. Erstmal natürlich alles transferieren, ihr kennt das ja. Und es freut mich natürlich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn wir suchen weitere wichtige Informationen. Und vor allem Artefakte. Wir müssen ja drei Artefakte im Endeffekt finden. Für diesen Nebel. Für diesen Fluch, für diesen sogenannten Blutfluch, um diesen zu stoppen. Und wir waren ja in der letzten Folge, sind wir an einem schönen Ort, einer Art Heimat angekommen. Der Skoyatel. Und ihr wisst ja, die Skoyatel ist eine Zusammenarbeit bzw. eine Gruppe von Anderlingen, die gegen Menschen eigentlich kämpft, die ihre Rechte einfordern, aber gleichzeitig auch das Problem haben, das jedes Mal zu plündern. Oh Gott. Okay, ihr wisst ja, Medaillon blinkt. Das heißt, hier kann was Schlimmes passieren. Ich ahne was Böses. Oh, da kommen schon alle. Oh Gott. Unten geht die Post an. Okay. Bisschen viele Harpyen, aber egal. Das passt so. Nixer. Du Drecksviech. Da müsste noch eine Harpyen kommen. Ja, ich sehe schon da hinten. Die wollen es wirklich wissen. Und die müssen auch dran glauben. Pam. Yeah, und hier, links, rechts haken. Das ist für Opa und Oma. Und das ist für deine Missgeburtgestalt. Oh Gott. Hammerhart, wie viele hier sind. Das ist viel, oder? Ah, ich glaube unten wird's heftig. Unten wird's heftig, Freunde. Sehr heftig. Ich habe ein ungutes Gefühl da unten. Das Medaillon blinkt. Und das blinkt immer, wenn eine große Gefahr bevorsteht. Wir kennen das ja von The Witcher 1. Wie viele wollen noch kommen? Shit. Mist, mein Feuerball. Nicht getroffen, aber egal. Nixer, von hinten greift es mich nicht an. Ja, ein neues Silberschwert würde ich gerne haben. Das ist zwar gut, aber nicht allzu gut. Nicht so, wie ich es mir vorstelle. Normalerweise brauchen wir nur 12 Harpyenfedern. Nur 12 Harpyenfedern, aber unten ist wohl ein Endgegner, habe ich das dumpfe Gefühl. Oh oh, wünsch mir viel Glück, ich mach die Augen zu. Was ist hier nur los? Raben wieder. Ach du Scheiße. Hier ist was faul. Hier ist eine Zaunrübe. Das Medaillon. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Schwere Lederhose. Oh, Backe. Ja, da stimmt was nicht. Einmal kurz Inventar gucken, was wir da eigentlich wirklich bekommen haben. Schwere Lederhose. Ja, klar, nehmen wir mal direkt mit. So temerische Schaftstiefel. Ah, wenn ich das mal so vergleiche, haben wir jetzt momentan ein besseres an. So, mehr brauchen wir aber eigentlich auch nicht, oder?
Was ist das denn? Cireales Rüstung. Boah, die Rüstung ist ja richtig gut. Die müssen wir natürlich sofort anziehen. Alter Falter. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Vitalität plus 30. Aber wisst ihr was? Ihr drückt einfach Stopp, um die ganzen Stats zu lesen, weil ich finde, das stört einfach nur die Atmosphäre. Oh, jetzt sehen wir deutlich besser aus. Das ist geil. Was ist denn hier los, bitte? Ach du Scheiße. Okay, bestimmt so ein Harpien-Boss. Aber hier ist, glaube ich, noch ein Weg. Was ist das hier nur? Öffnen. Schlüssel erforderlich. Shit. Was soll das bitte da für ein Weg sein? Und was soll hier vor allem sein? Ich habe hier keine Ahnung. Ach du Scheiße. Das Medaillon blinkt, ja, ja. Vielleicht kriegen wir ja den Schlüssel später. Also irgendeine Harpie hatte jetzt den Schlüssel auch nicht, oder? Haben wir ja sonst eigentlich gehabt. Was ist das denn? Durchsuchen. Schlüssel erforderlich. Ach du Scheiße, hier ist sogar eine Truhe, habe ich ja gar nicht gesehen. Mist, da könnte bestimmt was Wichtiges drin sein. Aber ich muss ja auch zugeben, ich war ja nie eigentlich der große Achievement Hunter. Ich finde, das kostet einfach viel zu viel Zeit. Und ich finde, gerade in so einem Let's Play ist das auch nicht unbedingt notwendig. Okay. Ich glaube, wir haben genug Harpienfedern, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich vermute es. Wir haben ja eigentlich alle Harpien gekillt. Also sollte eigentlich alles gut sein. Dann können wir ja eigentlich direkt hoch zu unserem Eltern und ihm dann erstmal die Harpienfedern abgeben, damit wir auch unseren Lohn da erhalten. Und soweit ich weiß, können wir den Preis bestimmen. Mal schauen, ob das wirklich geht. Weil dann können wir auch direkt weiterziehen. Denn hier haben wir eigentlich nichts verloren. Eigentlich. Wo ist er? Ach, er spennt hier. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ist das Kotze? Oh, ich glaube, der hat was Falsches gegessen. Ich habe die Federn. Wunderbar. Allerbeste Qualität. Das ist aber schön. Ich zahle für jedes Stück. Wenn du verdienen willst, bring mir noch mehr. Oh Gott. In Ordnung. Bisschen Geld schadet nie. Ich werde es im Kopf behalten. Ausgezeichnet. Ich warte. Wir haben doch eigentlich alle gekillt, oder? Oh mein Gott, der hat nicht mal alle Tasten im Schrank. 60 Harpienfedern. Nee, lass mal. Brauche ich nicht zu machen. Wir gehen ganz woanders hin. Einmal kurz natürlich hier die Quest öffnen hier. Blutfluch war das nämlich. Wir müssen jetzt weiter. Und das ist aber nicht der Weg, den wir machen wollen. Wir müssen nämlich hier irgendwo lang. Wir sind ja, glaube ich, rechts abgebogen, oder? Nee, stopp mal. Wir sind ganz falsch gegangen. Oh Mann, und das soll hier wohl ein Steinbruch sein. Ich bitte euch. Was für Steinbruch. Ach du Scheiße, wie komme ich denn da jetzt hoch? Shit, das ist echt mies jetzt gerade. Vielleicht außen herum. Eventuell. Ah, stimmt sogar. Was ist das? Blütenblätter der weißen Myrte. Ah, das gab's sogar in The Witcher 1. Habt ihr eigentlich The Witcher 1 gespielt? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare posten. Würde mich mal interessieren, seit wann ihr eigentlich The Witcher auch kennt. Hier war, glaube ich, gerade noch was. Ach du Scheiße. Hier passiert was Schlimmes noch. Hundertprozentig. Ah, hier ist doch was. Kartoffel Bovist. Na, brauche ich auch nicht unbedingt. Aber was soll's. Oh. Eine Ruine. Tür geöffnet. Das Symbol des Hasses. Ach du Scheiße. Durchsuche die Tunnelgänge und finde Soltan. Ach du Scheiße. Ich sehe nichts, das ist das Problem. Ich sehe gar nichts. Shit. Außer ein bisschen Feuer, das kann ja was werden. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Neckerkämpfer. Fuck. Haben nur noch die gefehlt? Oh mein Gott. Und was ist hier? Hier ist nichts. Doch, hier ist was.
Alles nehmen, sehr schön. Oh, Backe. Das kann was werden. Sesam, öffne dich. Wo sind wir denn hier bitte schön gelandet? Ach du Scheiße. Kann ich jetzt hier weiter? Nein. Oh mein Gott, ein Labyrinth. Ich sehe es jetzt schon kommen. Bestimmt ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Alter Falter. Ja, die Zwerge haben bestimmt sehr tief hier gegraben. Und es werden bestimmt ganz schön viele Gegner aufgekommen. Oh, ich sehe es schon kommen. Okay. Ich kann mal ein bisschen umbringen hier. Gut, dass man die hier sieht. Fuck, ey. Das kann was werden. Ich muss einfach viel mehr sehen. Das macht hier keinen Sinn. Vielleicht nehme ich gleich einen Trank. Muss ich mal gucken. Wo ist Soltan? Ach du Scheiße. Was steht hier denn? Primitives Halsband. Ja, ganz toll. Du bist auch primitiv. Ach du Scheiße. Eisenerz. Ja, toll. Orange gibt's hier noch, glaube ich. Komm schon, hier war doch gerade Orange. Ah, ich sag doch. 17 Orange. Shit, ey. Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug erstmal aufgesammelt. Ich werde nicht mehr transferieren. Ich werde hier auf jeden Fall versuchen, einen Weg zu finden. Denn sonst ist das alles nur Zeitverschwendung. Und ich glaube, Soltan ist auch nicht so geduldig, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Und gut, dass die Neckar so schwach sind. Ich habe mir die jetzt stärker vorgestellt. Sehr stark. Soltan Chiwei. Und ich finde ja, ehrlich gesagt, das ziemlich gut, dass das nicht so ein Horrorspiel ist. Also es ist zwar ganz schön dunkel und die Aufnahmezeit momentan, jetzt gerade wo du guckst, ist auch sehr spät. Das heißt, es wird ein bisschen Feeling aufkommen. Okay, ich sehe absolut fast gar nichts. Ich glaube aber, wir müssen hier rein. Noch eine Tür. Oh, Backe. Okay, hier ist auch nochmal eine Tür. Ich muss den Weg finden. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, dass ich die mit zwei Schlägen ungefähr töte. Na toll. Was ist das bitte für ein Ort, ey? Ah, die Zwerge haben wohl wirklich zu tief gegraben. Oh mein Gott. Wir gehen noch tiefer rein. Ach du Scheiße. Wo ist Soltan aber? Oh, Backe. Noch mehr. Ach du Scheiße. Ein Leichenfresser. Ja, von wegen, hier sind keine starken Gegner. Okay, der ging eigentlich. Oh, Scheiße, die platzen. Gift ist also auch am Start. Das wird shit jetzt hier. Das wird ganz schön shitty. Mist. Komm, wir müssen einfach durch. Wir müssen mal einfach durch. Ach du Scheiße. Ich höre, glaube ich, sollte man kämpfen. Oh Gott. Was ist das denn für ein Viech, bitte? Ach du Scheiße. Oh Gott. Drecksfähig, stirb. Du Mutant. Ach du meine Güte. Eklig bist du. Eklig. Bah. Was war das denn für ein Viech? Krallenhirn. Teil einer Draugurenrüstung. Oh mein Gott. Krass. Sehr krass gemacht. So eine düstere Atmosphäre habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh, Schlüssel zu den Katakomben. Dankeschön. Brauchen wir ja. Und da hinten ist Soltan. Und ein Elf.
Das kann ja was werden, die warten bestimmt auf mich. Sultan, du solltest mir doch das Schwert bringen. Es ging nicht, Geralt. Das war nicht dein bester Einfall, Hexer. Zwerge sind erbärmliche Lügner, vor allem der hier. Ihr wisst Bescheid? Oh ja, du willst die Waffe, um den Fluch von Hänsel zu nehmen und die Geister der Gefallenen zu erlösen. Herrin, ich weiß, dass ihr gerade Krieg führt, aber der Fluch ist auch für Wergen eine Bedrohung. Diese magische Energie ist unbeherrschbar. Spar dir das, ich bin im Bilde. Du kriegst das Schwert. Tatsächlich? Ja, es freut mich, dass ich dir helfen kann und ich danke dir im Namen aller Wergener. Die Seelen ihrer Nächsten werden bald Ruhe finden. Oh mein Gott, ach du Scheiße. Das ist ja hammergut, dass sie sich so schnell entscheidet. Und wir sagen natürlich viel Glück, adieu, denn ich will ja jetzt nicht sofort noch irgendwas fragen, denn das ist schon eigentlich eine ganz schön große Bürde, die wir jetzt auf uns tragen. Danke dir. Gehab dich wohl. Mach's gut, Sultan. Halt die Ohren steif. Du auch, alter Haudegen. Bis zum nächsten Mal. Saskia, ich hab da eine Kleinigkeit vergessen. Geralt will Jorvet sprechen. Er will was Bestimmtes von ihm. Es geht um die Spitze des Spießes, mit dem Sabrina Glevisig getötet wurde. Jorvet trug sie bei sich, als ich ihn in Flotsam traf. Er hat sie beim Würfeln verloren. An Skalen Burden, den besten Glücksspieler von Wergen. Sprich doch mal mit dem. Jorvet lässt sich zu Glücksspielen herab. Skalen kann sehr überzeugend sein, wenn's ums Pokern geht. Du müsstest mal sehen, was da für Schätze in seinem Rucksack stecken. Alles Pokergewinne. Mal sehen, ob ich ihm ein paar davon abknöpfen kann. Adieu. Okay. An die Oberfläche zurückkehren. Ja, in den Minen will ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr sein. Der Spieß der Vorsehung. Spiel mit Skalen Burden um die Spitzen... um die Spitze von Jahons Spieß zu bekommen. Das Symbol des Hasses. Wie geil war das denn jetzt bitte? Das war ja mal richtig gut. Okay. Und dann gehen wir wieder zurück nach Wergen. Und ich wundere mich, Jorvet spielt irgendwelche Glücksspiele? Wer hätte das denn bitte gedacht? Das haben wir ja eigentlich im Akt 1 haben wir gar nicht das eigentlich so gesehen, oder? Was meint ihr? Hättet ihr jemals gedacht, dass Jorvet spielen würde? Ich meine, er hat den Kampf gegen Vernon Roche verloren, dem Agenten von uns, der uns eigentlich hilft, den wahren Königsmörder zu suchen. Aber Jorvet, der Skoyatel, elf Anführer, der vor allem, der macht sowas? Das ist so unwahrscheinlich eigentlich. Und der weiß auch eigentlich, wie man gut feitscht und so. Ich habe keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Bestimmt war der irgendwie betrunken. Kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Jorvet. Aber unter allen haben wir uns ja sowieso für Vernon Roche entschieden, weil wir ja die Möglichkeit hatten, für wen wir uns entscheiden. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, diese Entscheidung. Denn das hat nochmal Einfluss auf das Spiel und das macht halt eben auch so ein Spiel aus wie The Witcher 2. Na ganz schön. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder in Wergen.